Ja, Klaus Finzel und Nathalie Finzel vom Rahlstedt SC Erste Frauen. Wir tippen den ersten Spieltag der Bezirksliga Ost. Paloma Erste Frauen, Harburger TB Erste Frauen. Also wird ziemlich schwer. HTB auch ungeschlagen, glaube ich, Aufsteiger aus der Kreisliga. Ich tippe 2:2. Ich tippe ein 0:1 für die junge Harburger TB. Rahlstedt Erste Frauen, Bramfeld Zweite Frauen. Also wir als Aufsteiger gegen Bramfeld, die haben natürlich Verstärkung wahrscheinlich aus der ersten, aus der zweiten Bundesliga. Ich tippe trotzdem ein 2:1 für uns. Schweres Spiel, ich tippe ein 1:1. Wellingsbüttel zweite Frauen, UH Adler erste Frauen. Also Wellingsbüttel zweite Frauen, für mich ganz klar der Topfavorit der Staffel gegen einen Mitaufsteiger aus der Kreisliga. Ich tippe 4:0. Gestandene Mannschaft Wellingsbüttel, ganz klares 6:0. BU zweite Frauen, Altenwerder erste Frauen. Also das wird eine Partie auf Augenhöhe, beide letztes Jahr schon in der Bezirksliga gespielt. Ich tippe trotzdem ein 3:1 für BU. 2:1 BU. Harburg-Grönneburg erste Frauen, Walldörfer zweite Frauen. Also Walldörfer ist ein Staffelwechsel, wechselt von der West in die Ost. Schwer zu sagen, Grönneburg selbst kenne ich diesmal nicht. Ich tippe auf ein 1:1. Wird eine klare Angelegenheit für Walldörfer. Ich tippe auf ein 0:2. Rheinbeck erste Frauen gegen Sternschanze zweite Frauen. Rheinbeck auch Aufsteiger. Sternschanze, ja, ich tippe auf ein 1:2. Ich tippe ein enges Spiel, welches ausgeht 0:1 für Sternschanze.